Applaus. Janna mit einem Applaus. Ganz ausgestrecken. Jawohl, auch Janna beginnt mit einem guten Ausdruck. Leider ist gescheitert an diesen 6 und 4. Leider ist gescheitert in diesem dritten Versuch mit beim 51. Diese 1 Kilogramm als der Versuch. Konzentriert, volle Maschine. Drauf bleiben, gegenarbeiten.
Leider gescheitert mit diesen 63 Kilo. Einen Applaus. Scheitert die Alina. Leider gescheitert, 70 Kilogramm ungültig. Leider wieder gescheitert an diesen 70 Kilogramm. In der Kategorie bis 59 zur Siegerin. Uns behilflich bei der Siegerung und es freut uns natürlich ganz besonders. Der österreichische Gewichtheberpräsident Bea Gerhard. So, kommen wir zur ersten Wertung in der Klasse U17. Auf Platz 1 mit einem Zweikampfergebnis von 155 Kilogramm. Österreichische Meisterin Nova Kalina aus Langenleber. Nochmal ein extra Applaus, Nova Kalina, Siegerin U17. Leider in der U23-Wertung können wir keine Medaille vergeben. Leider die Rechtenwald Viola im Stoßen gescheitert. Und somit können wir diese Medaille leider nicht vergeben. Kein Zweikampfergebnis. Kommen wir zum Reißen. Auf dem 6. Platz mit 44 Kilogramm Chet-Anna von den Kraftlackeln aus Kirchbiel. Anna, kannst du ruhig vorgehen, auch neben die Siegertreppe, damit wir euch alle noch besser sehen können. Auf dem 5. Platz mit 45 Kilogramm die Grepper Claudia aus Ranshofen. Auf Platz 4 mit 51 Kilogramm Union Lochen Schmutzer Petra. Auf Platz 3 mit 57 Kilogramm vom SC Halland die Riegler Elisabeth. Auf dem 2. Platz mit 66 Kilogramm vom Acker Vösendorf, Rechtenwald, Viola. Und auf dem 1. Platz mit 9 österreichischen U17-Rekord, 68 Kilogramm im Reißen, von Langenlebern, die Novak Alina, österreichische Meisterin, 2020. So, darf die Dame bitten,
wieder auf der Treppe aufzustellen. Die Siegerehrung im Stoßen folgt als nächstes. Leilone Waltung auf Platz 6 sozusagen, Rechtenwald Viola, HK Vösendorf auf dem 5. Platz mit 55 Kilogramm von den Kraftlackeln aus Kirchbichl, Scheck Anna. Auf dem 4. Platz mit 62 Kilogramm aus Ranshofen, Greppar Claudia. Auf dem 3. Platz 67 Kilogramm Schmutzer Petra, Union Lochen. Auf Platz 2 mit 6 Medaille, jawohl Gerhard, vielen Dank. Auf dem 2. Platz mit 76 Kilogramm SC Haarland, Riegler Elisabeth. Und mit neuen österreichischen Rekorden U17, U20, 87 Kilogramm im Stoßen, Nova Kalina aus Langenlebern, österreichische Meisterin. Herzliche Gratulation an die Wertungen für das Stoßen. Was nein, bitte zustellen. Danke. Dann kommen wir natürlich auch noch zur Zweikampfwertung. Warten wir noch kurz. Danke. Ja, wiederum leider die Rechtenwald Viola ohne Wertung im Stoßen. Auf Platz 5 mit 99 Kilogramm die Chet Anna von den Kopfdackeln aus Kirchbichl. Auf dem 4. Platz mit 107 Kilogramm aus Ranshofen, Greppar Claudia. Auf dem 3. Platz mit 118 im Zweikampf, Union Lochen, Schmutzer Petra. Auf dem 2. Platz mit 133 im Zweikampf, SC Haarland, Riga Elisabeth. Und auf dem 1. Platz natürlich auch mit 9 österreichischen U17 und U20 Rekorden im Zweikampf, österreichische Staatsmeisterin im Zweikampf, Kategorie bis 59, Novak Alina. Zweikampfwertung 155. Natürlich bekommen die drei Erstplatzierten noch die Ehrenpreise. Der 3. Platz spendiert von Ask für Tirol für die Schmutzer Petra. Für den 2. Platz ebenfalls spendiert von Ask für Tirol, Riegler Elisabeth. Danke an den Erwin Stieg für diese Übergabe, der uns da auch sehr behilflich ist. Vielen Dank. Und den Ehrenpreis für die Staatsmeisterin im Zweikampf, Nova Kalina vom österreichischen Gewichtheberverband. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Athletinnen, liebe Sportlerinnen, liebe Freunde des KSV Rom, lieber Herr Präsident des Landesverbandes Tirol, Hacki Steiner, lieber Sprecher, Schiedsrichterinnen, liebe Gäste, Ehrengäste. Was uns hier der KSV Rom bietet, das ist Perfektion. Wir danken schön. Ich darf das ganz herzliche Dankeschön namens des österreichischen Gewichtheberverbandes auch ausdrücken, vorbildlich. Und euch gratuliere ich. Ich gratuliere zu dem spannenden Wettkampf. Wir haben gesehen, wir sind auch in der Krise stark. Alles, alles Gute, kraftfrei. Bleiben Sie weiterhin, bleiben Sie dran, Gewichtheben lebt. Wir sind auch in der Krise stark. Kraftfrei. Danke. Vielleicht
die Viola natürlich auch nach vorne nochmal fürs Foto. Und nochmal einen großen Applaus für die Starterinnen der zweiten Gruppe, Kategorie bis 59. Und nochmal herzliche Gratulation für die zweiten Leistungen. Ja, natürlich, der Zeitplan muss eingehalten werden.